Zunker und Zunker, die Golfshow. Herzlich willkommen. Steffen, du hast bunte Bälle. Genau. Was hast du denn vor? Beste Trainingsgerät, ne? Wie wir festgestellt haben. Eines, ja. Ich möchte meinen Lieblingsschläger beim Pitchen herausfinden. Okay. Und darum habe ich ein 48 Grad, 54 und 60 Grad, immer 6 Grad auseinander. Ja. Und habe 50 Meter rein in die Fahne. Ja. Und spiele jetzt die ersten drei Bälle, die roten, mit dem 60 Grad Wedge. Okay. Und gebe mir größte Mühe, diese gut zu spielen, wie ich kann. Okay. Mach mal. Und der Shot Tracer verfolgt das dann auch so ein bisschen, ne? Ja. Und später sehen wir noch das Ergebnis. Okay. Oh, bisschen lang. Bisschen lang, ja. Viel Flug. Ja. Natürlich, ne? Ja, wenig Roll. Wenig Roll, ja. Ist ja auch das Lob Wedge, ne? Okay. Auch gut. So, 54 Grad, Steffen. Ja. Bisschen. Die gelben oder grünen. Die, ja, genau. Ein bisschen weniger Höhe in dem Ballflug, ja, wahrscheinlich. Ja. Gucken wir mal. Siehst du, ein bisschen flacher, ein bisschen kleinerer Schwung. Ja. Oh, schöner Ball, glaube ich. Ja. Die Fahne steckt da so ein bisschen in so einem Berg ab. Ja. Darum rollt der noch so ein bisschen. Okay. Okay. Letzter mit der 54. Mit der 54. Auch gut. Ja, genau. Ja. So, kommt noch ein bisschen. 48 Grad. Als letztes. Vielleicht hat der zu viel Roll in dieser Situation. Mhm. Mal schauen. Aber es geht ja auch darum, mit welchem fühle ich mich am wohlsten. Genau. Ja, was wo habe ich am besten steuern? Genau, wo habe ich den wenigsten, kleinsten Schwungumfang, um weniger, ja, Fehler zu machen, ne? Ja. Also das finde ich eigentlich schon eine schöne Flughöhe, muss ich sagen. Ne? Der ist nicht zu hoch, ja, der ist nicht so windanfällig. Ja, brauchst auch weniger Umfang. Genau, ne? Weniger Schwung. Ausholen. Genau. Auch gut. Ja, eine super Möglichkeit, weil jetzt geht es ja darum, Feedback, also auch optisches Feedback zu bekommen in Form von den bunten Bällen, damit ihr auch wirklich erkennen könnt, okay, welcher Schläger war denn nun welche, genau, Farbe, was ist für mich das beste Ergebnis? Stehst du hier mit einem Korbbälle und nur weißen Bällen drin, genau, kannst du nicht mehr genau sagen, was dann los ist. Also wir gehen mal nach vorne. Gucken, ja, wir gucken uns das mal an. Ich würde natürlich sagen, mit drei Bällen pro Schläger, das bringt nicht viel. Das muss man dann schon 10-mal machen, ja, damit, ja, du dann insgesamt auf ein Ergebnis kommst. Ja. Also auf gar keinen Fall dann, auch wenn du Bälle auf der Runde findest, die bunt sind, die du nicht spielst, die immer behalten. Die kannst du aufheben fürs Training. Immer, genau, behalten fürs Training. So, und ja, also die größte Streuung, ja, ganz klar, haben die Roten. Der Rote ist am weitesten weg von der Fahne. 1, 2, 3. Ja. Die 54er, die Grünen. Gar nicht schlecht, ja, aber doch wirklich in der Tat am besten, ja, von diesen drei Bällen. Mit Abstand. Die Orangenen. Ja. Und das ist auch in der Tat mein präferierter Schlag, ist der flachere Pitch ins Grün, ja, mit weniger Loft, weil weniger Loft, weniger Schwung, langsamere Schlägerkopfgeschwindigkeit. Und wenn die Schlägerkopfgeschwindigkeit abnimmt, habe ich auch nicht so viel Fehler da drin. Fehlerverzeihender. Fehlerverzeihender. Tolle Übung. Super Übung. Bunte Bälle sammeln, behalten und fürs Training nutzen. Ganz viel Spaß dabei.